Es ist so wichtig, dass wir bei unseren Kindern darauf achten, dass sie ihre eigene Meinung haben dürfen. Heißt nicht, dass sie immer ihre eigene Meinung durchziehen, aber dass sie die haben dürfen, dass wir sie hören, dass wir sie wertschätzen und respektieren und dass sie ihre eigenen Grenzen haben dürfen, dass sie auch Nein sagen dürfen. Ich bin in einem arabischen System aufgewachsen. Ich habe nichts gegen Arabisch und ich habe auch nichts gegen, ich komme ja aus Tunesien. Aber in diesem System und auch in anderen Systemen ist es so, oder es war so, es verändert sich mittlerweile, dass die Kinder nicht wirklich viel zu sagen haben, dass die Eltern die Autorität sind und die Kinder haben zu folgen. Demzufolge hatte ich gar keine Grenzen. Also ich bin damit aufgewachsen, dass ich keine Grenzen dazu haben darf. Vor allen Dingen nicht vor Autoritätspersonen, weil die haben mir was zu sagen, ich habe die Schnauze zu halten. Und das hat negative Auswirkungen gehabt auf meine Zukunft. Es war schwierig. Also ich habe wirklich, bin einige Male auf die Nase gefallen, bis ich gelernt habe, Grenzen zu setzen. Und es war für mich gleichbedeutend mit dem Tod. Weil Grenzen setzen als Kind hieß, da gab es ziemlich krasse Strafen. Und diese Angst war noch so tief in mir, es war mir gar nicht bewusst. Erst durch diese ganze Therapiearbeit, durch diese Sachen, die ich jetzt weiß, habe ich verstanden, wie wichtig es ist, einem Kind Freiheiten zu lassen. Gesunde natürlich Freiheiten. Wir wollen es nicht toxisch machen und übertreiben. Aber dass ein Kind einfach weiß, ich bin sicher mit all meinen Emotionen. Wenn ich eine Grenze habe, darf ich sie benennen. Nicht immer hält meine Mutter sie ein. Ne? Wenn mein Kind auf die Straße rennen möchte und setzt eine Grenze und sagt, ich will auf die Straße rennen, lasse ich ihn natürlich nicht auf die Straße rennen. Oder was ich mit meinen Kindern hatte im Supermarkt, die wollten alle Süßigkeiten. Natürlich sage ich dann nein. Aber ich schaue meinem Kind in die Augen und sage, du darfst weinen. Ich verstehe, dass es dich traurig macht. Aber ich kaufe dir die Süßigkeiten nicht. Und ich bin da. Wenn mein Kind umarmt werden will, dann umarme ich es. Wenn es mich wegschubst, dann lasse ich es einfach. Es ist so wichtig, dass wir unsere Kinder dabei begleiten, dass sie frei sein dürfen, weil das dann die Blaupause ist für ihre spätere Beziehung.